liebe Mitbürger und Mitbürger, ich darf mich vielleicht noch mal kurz für eine kurze Lageinfo melden. Es gibt eigentlich nichts bemerkenswert Neues, muss man sagen. Wir liegen im Moment bei einer Inzidenz von gut 133. Das heißt, die Inzidenz steigt nach wie vor an. Wir erwarten eigentlich, wenn die Maßnahmen, die ja ab dem 1. November beschlossen worden sind, greifen sollten, dass jetzt in den nächsten Tagen zumindest ein Abflachen der Anstiegskurve zu erkennen ist. Ob dann, wie erwartet, bis November die Fallzahlen so weit runtergehen, dass man die Maßnahmen, die jetzt angeordnet worden sind, von der Regierung lockern kann oder im Dezember dann wieder alles offen macht, weiß ich nicht, kann ich im Moment nur schwer beurteilen. Viele machen sich auch Sorgen, was ist mit offenen Schulen und dergleichen. Vielleicht da mal eine positive Nachricht: Von den aktuell Infizierten sind nur etwa 7 bis 8% Schüler. Das heißt, die Schulen sind nicht der Superspreader, weil die Schüler sich auch nach unseren Erkenntnissen hauptsächlich im privaten Bereich angesteckt haben, also nicht in der Schule, sodass die Entscheidung, die Schulen jetzt offen zu halten, wir alle wissen, was da für unser tägliches Leben dran hängt, denke ich mal, richtig ist und auch vertretbar ist. Wichtig ist natürlich auch immer, wie sieht es in den Intensivbetten aus hier im Kreis Heinsberg? Wir haben also zurzeit 7 freie Intensivkapazitäten, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Patienten noch gut verlegt werden können. Die, die dann intensiv zu werden drohen können, noch verlegt werden. Das hängt natürlich dann auch immer von der Gesamtsituation ab. Ich denke, wir müssen alle, die Zahlen gehen weiter nach oben, auch die Zahlen in den Innenintensivbetten landesweit sind höher als die Zahlen, die wir im April und März hatten. Auch das vielleicht eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, um die Situation jetzt einzuordnen. Es besteht aber, glaube ich, kein Grund zur Panik, weil ich glaube, dass unser Bundesland, was die Verfügungstellung von Intensivbetten angeht, das ganze Management, auch dass der Umgang mit den Patienten, dass das besser ist als im März und April und dass wir da besser klarkommen. Aber kein Grund zur Entwarnung. Weiterhin ist Geduld gefragt. Wir haben im Bürgertelefon auch einiges an Anfragen und ich will vielleicht mal ein paar Themenkomplexe einfach nur ansprechen, um vielleicht dem einen oder anderen einen Anruf zu ersparen. Also die einzigen, die Menschen in Quarantäne schicken können, ist das Gesundheitsamt, ja. Also es muss vom Gesundheitsamt angeordnet sein, dann gibt es auch eine entsprechende Quarantänebescheinigung. Also wir erleben hier die gesamte Bandbreite von Leuten, die von ihrem Arbeitgeber nach Hause geschickt werden, bis hin zu Leuten, die sich irgendwo selber in Quarantäne setzen und dann von uns eine Quarantänebescheinigung haben wollen. Das geht nicht. Insbesondere gilt auch für Menschen, die jetzt aus Risikogebieten einreisen, eine sogenannte Absonderungspflicht. Und auch da gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Einzelregelungen dazu, wann die dann wieder sich frei bewegen dürfen, was dazu erforderlich ist. Ich glaube, das wird den Rahmen hier komplett sprengen. Wichtig ist nur, man sollte im Hinterkopf behalten, wenn man einreist, geht eine Meldepflicht und das Gesundheitsamt wird einem dann oder unser Bürgertelefon im Einzelfall sagen, wie man sich weiter zu verhalten hat. Wir sind gerade dabei, ich will nicht verhehlen, dass für uns zum Teil diese Regelungen auch etwas widersprüchlich sind. Wir sind zur Zeit dabei, zu versuchen, durch dieses ganze Wirrwarr irgendwo durchzukommen. Da kann ich den Bürger wirklich verstehen, der jetzt total Probleme mit hat. Wir versuchen das gerade in verständlicher Form auch für unsere Mitarbeiter, die ja Auskunft geben sollen, auszugestalten, damit wir einfach da weiterkommen. Ich darf nochmal die aktuelle Karte vielleicht zeigen. Ja, also nach wie vor wichtig für die Einordnung ist die Frage, wie schaut es im Gesundheitssektor aus? Wir haben zurzeit verfügbare Intensivbetten, müssen aber jetzt anders als im Frühjahr davon ausgehen, dass wir noch einen langen Winter vor der Brust haben. Im Frühjahr war es ja so, dass wir ab Februar, März, April, dass wir ja quasi ins Frühjahr reingegangen sind und Sie wissen, über den Sommer war es dann sehr relaxed. Jetzt haben wir aber noch die ganzen Wintermonate vor uns. Das heißt, es besteht aus meiner Sicht kein Grund zur Entwarnung. Wir brauchen Geduld. Es gibt natürlich auch positive Aspekte, die man wirklich sehen muss. Ich glaube, es ist jetzt wirklich seriös zu sagen, dass ein Impfstoff in der Endphase der Entwicklung ist, der oft sehr wahrscheinlich hochwirksam ist. Und es wäre natürlich wirklich gut für uns alle, wenn Dezember, Januar, Februar, dann wirklich auch schon mal die Risikogruppen und die berufsständischen Gruppen durchgeimpft werden könnten. Ich glaube, das wird für uns alle einen Riesenschritt Richtung Normalität bedeuten. Ich bin da ganz optimistisch. Wir müssen aber auch, und das fällt mir selber auch schwer, geduldig bleiben, die Zahlen beobachten. Ich werde Sie weiter informieren. Bleiben Sie gesund, HS be strong.